Hallo miteinander! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir möchten miteinander auch heute wieder auf Gott hören und ihn zusammen anbeten. Genau. Und um ihn anbeten, können wir gerade zusammen aufstehen. Mhm. Und wir machen das mal mit ein bisschen Bewegung, ein bisschen Tanz und auch mit seinen Wahrheiten aussprechen zusammen. So, jetzt können wir alle zusammen aufstehen. Und ihr könnt euch ein bisschen bewegen zu dieser Musik, so wie ihr wollt. Genau, die, die weh wollen, dürfen ein bisschen mit der Rebecca mitmachen. Und die, die einfach ein bisschen chillen und ein bisschen cool sind, die dürfen mit mir mitmachen. Ihr könnt euch drehen, wenn ihr wollt. Das Flugi. Oder Gumpen. Was könnt ihr wählen? Wow! Du, Deborah, was bedeutet Glauben? Es ist Vertrauen. Auf wer? Dank auf Jesus. Und wie sieht der Glaube genau aus? Dass wir Jesus und seine Versprechen zwar noch nicht sehen, aber trotzdem vertraut. Dass sie eintreffen und wahr sind. Wo genau steht das? Das steht in Hebräer 11,1. Wow, das ist mega cool. Das lassen wir uns gerade noch ein bisschen weiter tanzen. Machen wir so. Lassen wir aber schwimmen. Kann ich ein bisschen? Ja, das kann ich auch machen. Das können alle mitmachen. Und da, weißt du, wie heisst der da? Los, oder? Ist das oder? Ja. So. Wow, ich könnte sogar doppelt so schnell. Das könnt ihr.
Jetzt sind wir schon einige Jahre da in dem Land, wo uns Gott hingeschickt hat. Wir haben uns gerade langsam eingelebt und jetzt kommt die Hungersnot. Wir haben nichts mehr zu essen. Das ist wirklich frustrierend. Aber ich habe mega Hunger. Hat es dann kein Mal mehr übrig, um noch ein Brot zu machen? Nur noch ein Hämpfchen Mehl hat es. Das muss aber bis nächste Woche langen. Und dann ist es aber fertig. Ich glaube, wir werden sterben vor Hunger. Nein, 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 nein. Also, wir werden sicher nicht sterben. Ich sorge für uns. Keine Angst, ich finde eine Lösung. Ich habe von meinem Nachbarn gehört, dass es in Ägypten mega viel Essen und Trinken hat. Sie sind letzte Woche dorthin aufgebrochen. Wollen wir das nicht auch machen? Dann verlieren wir aber das Land, das Gott uns geschenkt hat. Aber wir können doch da nicht verhungern. Also, ich finde, wir sollen es versuchen. Okay, also komm, gut, dann mach doch du dein letztes Brot. Morgen Morgen brechen wir auf nach Ägypten. Yes. Jetzt sind wir schon so lange unterwegs. Wann sind wir echt dort? Wir sind sicher bald da. Oh, schau, dort hinten am Horizont sieht man schon die Grenzen von Ägypten. Oh ja, ich sehe es auch. Hey, aber was denkst du, wie werden sie uns aufnehmen? Schicken sie uns echt nicht weg? Nein, nein, ich denke, das geht schon. Aber an das habe ich eigentlich gar nicht gedacht. Aber, nein, aber wenn... Nein. Was? Warte. Ja, weißt du, bist doch so eine schöne Frau. Und alle Männer beneiden mich um dich. Und so viele haben sich um dich gestritten, bevor wir geheiratet haben. Du bist die Schönheit in Person. Und weißt du, der Pharao, der ist doch bekannt dafür, dass die schönsten Frauen bei ihm im Palast leben. Was ist, wenn er dich entdeckt, wenn er dich sieht und mich dann umbringt? Damit er dich in seinen Palast nehmen kann. Und das wäre im Fall nicht das erste Mal. Ich sage dir es. Ich habe das schon so oft Geschichten gehört. Das wäre eine Katastrophe. Nein, denkst du wirklich? Aber ich bin doch gar nicht so schön. Du kannst mich doch einfach verstecken. Niemand sieht mich. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir ein bisschen lügen und dann sagen wir, dass du nur meine Schwester bist? Ich meine, wir sind ja verwandt. Also ist es nur so, weißt, eine halbe Lüge, so eine halbe Lüge, oder? So ein kleiner Schwindel. Dann würde es dich vielleicht in den Palast bringen, aber dafür bringt es mich nicht um. Ich kann dich ja dann später aus dem Palast befreien. Was denkst du? Ja, das ist zwar eine Lüge und Gott hat Lügen nicht so gern, aber mir fällt auch nicht besser sein. Ich glaube, wir müssen es so machen. Ui, nein, es glotzen mich alle Männer so an. Obwohl ich doch fast ganz bedeckt bin. Sie flüstern und sagen, ich sei mega schön. Das ist so peinlich. Du? Ja, genau, du. Ist das da deine Ehefrau? Nein, sie ist meine Schwester. Okay, dann ist gut. Der Pharao lässt nämlich alle wunderschönen Frauen im Palast bringen und dort sollen sie im Reichtum leben. Der Pharao wird dich auch beschenken. Er wird dir Esel geben, er wird dir Schaf geben, er wird dir auch ganz viel Hilfsarbeiter bringen. Boah, was ist bloß los in meinem Palast? Es gibt so viele Krankheiten hier. So viele sind krank geworden. Und einige sind sogar gestorben. Jetzt hat es sogar mich verwünscht. Und das Ganze erst, seit du in diesem Palast bist. Seit dem Tag, wo ich dich in meinen Palast geholt habe, sind die ganzen Krankheiten über uns gekommen. Fast so, wie wenn dein Gott mich bestrafen würde. Was hat dein Gott für einen Grund, um mich zu bestrafen? Pharao, ich glaube, ich weiss, wieso dass mein Gott dich bestraft.
Und es tut mir unendlich leid, aber wir haben einfach nicht gewusst, was machen. Wir hatten Angst. Es ist so, der Abraham und ich haben dich angeschaut. Er ist nicht mein Bruder, sondern er ist mein Ehemann. Und weil du uns beide getrennt hast, sündigst du gegen unseren Gott und darum bestraft er dich. Rufe sofort Abraham hierher! Abraham, ist das wahr, was Sarah gesagt hat? Ist sie wirklich deine Frau? Ja, es ist wahr. Wir haben dich angeschaut. Es tut uns so leid. Bitte vergib uns. Das kann doch nicht wahr sein. Nimm deine Frau. Geh raus, verlass meinen Palast. Ich möchte dich hier nie mehr sehen. Und hat denn Gott Abraham noch weiter bestraft? Nein, ich denke, das war wirklich Straf genug. Sie hatten so ein schlechtes Gewissen. Wegen ihnen hat der ganze Palast leiden. Ich glaube, sie haben ihre Fehler eingesehen. Mhm. Weil nachher lesen wir, was sie dann machen. Ihr könnt gerade alle eure Bibel aufschlagen in 1. Mose, Kapitel 13. Und das ist ganz, ganz am Anfang in der Bibel. Das erste Buch. Also nochmal 1. Mose, Kapitel 13. Habt ihr es gefunden? Ich lese jetzt die ersten Verse 1 bis 4. Sie verließen Ägypten und zogen nach Norden in den Negev. Abraham, seine Frau und Lot und alles, was ihnen gehörte. Abraham besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. In Etappen zogen sie weiter bis nach Bethel, an den Ort zwischen Bethel und Ai, wo sie schon einmal ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Damals hatte Abraham dort einen Altar erbaut. Und hier betete er den Herrn erneut an. Sie sind also zurück zu dem Ort, wo Gott ihnen eigentlich das Land gegeben hat. Weil dort hat Gott sie wollen und nicht in Ägypten. Ägypten war ihre eigene Idee. Und statt auf Gott zu hören, sind sie einfach weggelaufen. Auf jeden Fall sehen wir hier, wie sie zu dem Altar gegangen sind und dort Gott angebetet haben. Sie sind also zurück zu Gott und haben ihn wieder ins Zentrum von ihrem Leben geholt. Sie haben von ihrem Fehler gelernt und Gott hat ihnen eine weitere Chance gegeben. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Der Abraham und Sarah haben zwei Entscheidungen aus Angst getroffen, ohne Gott zu fragen, was er dazu meint. Sie sind erstens einfach aus dem Land, wo Gott sie hat wollen, weggelaufen und haben gedacht, in Ägypten geht es ihnen besser. Sie sind also ein bisschen von Gott weggelaufen in ein Land, wo es andere Götter gegeben hat. Und die zweite Entscheidung war, dass sie lügen und behaupten, Sarah sei die Schwester von Abraham. Beide Mal haben sie das Problem angeschaut und Angst gespürt. Und beide Mal lesen wir in der Bibel nichts davon, dass sie gebetet haben oder Gott um Rat gebetet haben. Nein, sie haben die Idee gehabt und sicherlich gemerkt, dass es nicht Gottes Wille ist. Und dann haben sie es trotzdem gemacht. Ja, und wenn ich ehrlich bin, kenne ich das auch sehr gut aus meinem eigenen Leben. Dann sehe ich nur das Problem und dann kommt Angst auf. Und dann vergiss ich, Gott zu fragen und auf Gott zu hören. Mir ist das auch schon öfters passiert. Ich mag mich noch an eine Geschichte erinnern, als ich noch in die Schule gegangen bin früher. Und dort hatte es so einen Schrank gehabt, und in dem Schrank hatte es viele Gummi und Bleistift. Und man hätte die eigentlich nicht einfach so rausnehmen dürfen, man musste die Lehrerin fragen. Auf jeden Fall sind wir mal in der Pause, sind wir drinnen gewesen, ein paar Kollegen. Und dann haben sie einfach angefangen, ein paar Stifte rauszunehmen und ein paar Gummi. Und ich hatte dann mega Angst, weil ich eigentlich dazugehören wollte. Ich wollte auch cool sein. Und habe gedacht, wenn ich jetzt keinen nehme, dann lachen sie mich aus. Also habe ich auch einen Gummi aus dem Schrank rausgenommen. Und habe ein mega schlechtes Gewissen gehabt. Weil ich wusste, dass es Gott nicht gefällt. Ja, aber ich hatte einfach mega Angst, dass sie mich für uncool halten. Also du hast in dem Fall aus Angst, uncool zu sein, den Gummi geklaut. Obwohl du gewusst hast, dass das Gott nicht gefällt. Ja. Und dann ist es aber noch weitergegangen. Dann hat es die Lehrerin herausgefunden und hat uns alle zur Rede gestellt. Und aus Angst
habe ich dann behauptet, ein Kollege hätte mich gezwungen, dass ich einen nehme. Ich habe also gelogen. Oh nein. Nach einer schlechten Tag folgen oft mehrere, gell? Da kommt man fast nicht mehr raus. Ja. Die Lehrerin hat dann meine Eltern angerufen. Und nach langem Reden mit ihnen habe ich meinen Fehler gestanden und habe um Vergebung gebeten, bei den Leuten, aber auch bei Gott. Und ich habe mir dann ganz fest vorgenommen für die Zukunft, dass ich in Zukunft auf Gott möchte hören und dass ich das möchte tun, was er will. Es ist nicht immer einfach und immer wieder mache ich Fehler, aber das habe ich mir dort fest vorgenommen. Wow, danke viel, viel mal fürs Erzählen. Das war sicher, sicher nicht einfach gewesen. Vielleicht kennst du das auch. Du bist in einer Situation, in der du Angst empfindest. Du hast Angst, ausgeschlossen zu werden und machst darum dumme Sachen. Du hast Angst, eine schlechte Note zu schreiben, ja, und darum bist du am Spicken oder am Abschreiben und tust beschissen. Oder du hast Angst, dass dich deine Eltern nicht gern haben und machst darum immer genau das, was sie sehen wollen. Auch wenn du dafür ein bisschen lügen musst. Ich glaube, jeder von uns kennt so einen Moment, wo die Angst mega gross ist. Aber weißt du was? Genau dann will Gott, dass wir auf ihn schauen. Weil vor ihm müssen wir nie Angst haben. Er hilft uns in diesen Situationen. Und es lohnt sich immer, um dann das zu machen, was Gott möchte. Nach Gottes Gebot und Weisungen zu leben, bringt längerfristig immer Segen. Nach unseren eigenen Ideen und in Angst zu handeln, wird immer einfach nur schlimmer. Und nur mit Gottes Hilfe können wir richtig und gesunde Entscheidungen treffen. Darum wollen wir heute auf Gott schauen. Wir wollen ihn um Vergebung bitten für all die Male, wo wir nicht so gehandelt haben, wie er es sich gewünscht hat. Ist dir eine Situation eingefallen, wo du aus Angst nicht so gehandelt hast, wie es Gott hätte wollen? Wenn du willst, kannst du jetzt das Video kurz anhalten und darüber nachdenken oder mit jemandem darüber austauschen. Wir möchten diese Situationen jetzt zusammen Gott hinlegen. Und ihm neu versprechen, dass wir versuchen wollen, auf ihn zu schauen. Und ihr dürft gerne nachbeten. Lieber Jesus. Lieber Jesus. Du kennst die Situationen. Du kennst die Situationen. Wo ich aus Angst nicht richtig gehandelt habe. Wo ich aus Angst nicht richtig gehandelt habe. Wo ich nicht auf dich gehört habe. Wo ich nicht auf dich gehört habe. Sondern auf meine Angst. Sondern auf meine Ängste. Bitte vergib mir für das. Bitte vergib mir für das. Danke, dass du immer da bist für mich. Danke, dass du immer da bist für mich. Und hilf mir, immer auf dich zu schauen. Und hilf mir, immer auf dich zu schauen. Und so zu handeln, wie du für richtig haltest. Und so zu handeln, wie du für richtig haltest. Und hilf mir, dir immer zu vertrauen. Und hilf mir, dir immer zu vertrauen. Amen. 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 Hey, Jesus vergibt uns mega gern. Du musst also kein schlechtes Gewissen mehr haben, sondern darfst frei sein und Gott anbeten, so wie es der Abraham am Altar gemacht hat. Und das ist so befreiend. Die Liebe von Jesus zu uns ist einfach so gross. Wir wollen euch segnen und wünschen euch eine wunderschöne Woche voller Vergebung, aber auch Mut, um auf Gott zu hören, auch wenn es mal ein bisschen schwierig ist. Tschüss miteinander und wir freuen uns aufs nächste Mal.